Einige Stunden sind vergangen. Abelmir und Zulamin haben sich wieder zurück auf die mondsilbernen Drachentöter begeben. Und nach einigen Stunden könnt ihr erkennen, wie eine Person auf den Kai zugeht, die ihr bereits kennt, die Lotsin Saphira. Hey, sieh mal da. Was macht die denn hier? Sie schleicht uns schon seit Tagen nach, aber jetzt scheint sie auf uns zuzukommen. Hey, jeder! Wohin? Saphira würde den Arm heben, freundlich winken und zurückrufen. Boltax, der hat mich angestellt als Oberbeauftragte für Katzen, weil ein Herr Störrebrand eine Kutsche mit mehreren Türen hat und der Hochkönig Witze macht. Ich habe die Erklärung nicht ganz verstanden, aber ich soll mich um die Katzen kümmern. Blicke mir zu, ziehe mir ein Augenlid mit dem Finger herunter. Und rufe ihr dann zu. Angeheuert, kommt hoch! Boltax! Also ich denke, eins ist sicher. Sie hat mit Boltax gesprochen. Verzeiht, Kapitän, Boltax ist nicht hier. Keine Ahnung, wo er ist, aber... habe ich seit Stunden nicht gesehen. Wenn man ihn braucht... Ich nehme an, die Frau hat uns irgendwas Wichtiges zu sagen. Dies ist eine Finte des guten Zwerges. Nun, willkommen an Bord, gute Frau. Wollt Dank. Ihr... Ihr sagtet etwas von Katzen. Kommt, gehen wir nach unten. Ich will sie euch vorstellen. Kommt ihr auch mit? Sicher doch, sicher doch. Ich bin gespannt auf die Erklärung. Rafim, komm, das kannst du dir nicht entgehen lassen. Oh, jetzt habe ich mir fast in den Finger geschnitzt. Du kannst mich doch nicht einfach so ansprechen. Was ist passiert? Wir haben einen Gast, oder? Eine Katzenbeauftragte. Och, aber ihr wisst doch nicht mehr, wohin mit dem Geld, seid doch ehrlich. Ihr erfahrt die Geschichte selber von ihr. Sie ist etwas undurchsichtig. Na gut, na gut. Ja, also Zulamin führt die angebliche Lotsin unter Deck in den Abesschrein, wo vielleicht auch eine von den Katzen rumläuft. Ah, seht ihr, das ist Benji. Ihr dürft ihn streicheln, wenn ihr wollt. Und dann vielleicht setzen wir uns und ihr erzählt uns die ganze Geschichte? Das kann ich probieren, aber Boltax meinte, er hat seine Gründe. Und ich soll die Losung mit der Kutsche verwenden. Oh, ich bin überzeugt davon. Boltax hat immer seine Gründe und die Losung war auch sehr überzeugend, aber... Was sollt ihr wirklich hier? Ich weiß nicht, ob... Ihr wart ja gar nicht vorhin... Also... Orana hat mich geschickt, euch zu begrüßen. Und dann habe ich vorhin Boltax und... er hat mir seinen Namen nicht genannt. Und seinen Begleiter... Die sind aus der Seitengasse gekommen. Da wollte ich mich nicht mit reinschleichen. Deswegen habe ich auf der anderen Straßenseite gewartet. Und dann hatten sie mich gesehen. Und dann haben sie mich angesprochen. Und dann musste ich ja mit ihnen reden. Und dann habe ich sie mit zu Orana genommen. Und Orana hat ihnen dann gesagt, dass... Also Orana hat ihnen dann gesagt, dass Chalvin... Also dass wir... Dass wir Hilfe brauchen, weil Chalvin geweckt wurde. Und sie meinte, dass ihr diejenigen seid, die uns helfen sollen. Und deshalb hat Boltax mich mitgenommen. Erste Frage, wer ist Orana? Orana ist die Sehende. Das ist quasi eigentlich meine Ziehmutter, weil meine echte Mutter, meine Schwester und ich, wir haben unsere Mutter vor einigen Jahren verloren und Orana hat uns aufgenommen. Und diese Orana sieht Dinge. Ja, also nicht mehr so richtig. Was sieht sie?
Das, was war, das, was kommen wird? Cool. Also ich. Nächste Frage. Wer ist Chalven? Ich würde ja eigentlich lieber warten, dass Boltax da ist. Der kann euch das bestimmt viel besser. Also Boltax kannte Chalven tatsächlich auch schon. Hat er nicht von irgendeiner Dame gesprochen? Vielleicht meinte er die. Und er wollte euch ja eigentlich selbst die ganze Geschichte erzählen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch zu viel erzählt habe. Es gibt niemand zu viel. Das würde ich so nicht sagen, aber ihr müsst nicht so nervös sein. Vielleicht beruhigt ihr euch erst einmal. Und wir warten auf Boltax, aber wir warten schon sehr lange auf Boltax und sind ein wenig in Sorge. Könnt ihr uns vielleicht mehr zu seinem Verbleib sagen? Nein, der ist bei uns wieder rausgegangen und war guter Dinge. Und sein Begleiter war auch noch bei ihm. Immerhin etwas. Und dann können wir wohl nur abwarten. Diese Frau, von der ihr redet, Orana, sie zog euch auf, sagt ihr. Wie alt wart ihr dort, als ihr aufgenommen wurdet? Das ist nun schon einige Jahre her, einige Götterläufe her. Vielleicht 8 Götterläufe ungefähr? Also. Und ihr lebt die ganze Zeit in Elberum? Ja, meine Mutter hat mit uns ein wenig außerhalb gelebt. In einem Fischerdorf. Aber sie kannte Orana und deswegen haben wir bei ihr auch ein Zuhause gefunden. Vielleicht könnt ihr uns etwas Näheres erzählen über Elberum. Was geschah in den letzten 2 Götterläufen? Diese Stadt hat sich merkwürdig verändert. Die Stadt, also ich weiß nicht, in uronischer Herrschaft, es war einfach fast unerträglich. Und seitdem die Stadt befreit wurde, also oberflächlich ist alles besser geworden. Es ist sauberer, man kann wieder atmen, es ist unglaublich schön, aber wenn ihr seitlich in die Straßen geht, in den Zug geht, ihr seht es nicht nur in den Festzeiten, sondern das ganze Jahr über. Die Leute nehmen Drogen, man weiß eigentlich nicht ein und aus. Es wirkt, als ob nur ein bisschen schöne Farbe über die Stadt gepinselt wurde. Und im Innern ist sie noch genauso verdorben. Nun, eine Stadt, die so durch und durch verdorben war, zu reinigen, braucht Zeit und entschiedene Maßnahmen, zu denen viele nicht bereit sind. Es ist verständlich, dass noch große Resteffekte der uronischen Besatzung hier in den Ecken lauern. Ja, und Armenviertel gibt's überall, also das ist ja nicht ungewöhnlich. Wir dürfen uns eigentlich nicht in der Stadt zeigen. Wir werden zurückgedrängt. Es ist schwierig, überhaupt an irgendwelche Güter zu kommen. Manche Leute. Es liegt gar nicht daran, dass es Armviertel sind, sondern es liegt daran, dass es keine Möglichkeit gibt, da wieder rauszukommen. Weil wir das Ansehen der Stadt in irgendeiner Weise beschmutzen würden. Wer sind wir jetzt exakt? Alle, die es sich nicht leisten können, auf der Hauptstraße oder in den teureren Gegenden zu wohnen. Alle, die im Zug leben müssen. Also ein Großteil der Bevölkerung. Ja. Naja, aber reichen Viertel von armen Viertel zu trennen ist jetzt nicht ungewöhnlich. Also das machen wir dann alle einfach auch so. Nach Algareth kommt schließlich auch niemand rein, der uns mal das Grund kommt. Richtig, man muss ja auch für Ordnung sorgen.
Also was ist denn jetzt genau das Problem? Ich meine, ich kann schon verstehen, dass das blöd ist, wenn man da jetzt in dem armen Viertel lebt, aber so ist das Leben. Während ihr euch unterhaltet, könnt ihr auf alle Fälle erkennen, jetzt wo ihr euch in der Kapelle versammelt habt und die ganzen Katzen anwesend sind, die Katzen sind nicht uninteressiert an Saphira, aber es ist nicht so sehr, dass es eine Vertrautheit ist, sondern es ist eher ein Beschnuppern und ein vertrautes Beißen in den Fuß oder in die Zehen. Also eher ein Antesten und als ob sie das Fleisch kosten würden. Also der Geruch an Saphira ist zumindest deutlich interessanter für die Katzen. Naja, wenn die Viecher mögen euch, das ist ja schon mal viel wert für eure neue Position. Ja, ich habe häufiger diesen Effekt auf Katzen. Ich habe da oben einen Eisbären. Wenn ihr auf sie den gleichen Effekt habt, würde ich weglaufen, wenn hier wäre. Weil wenn sie euch beißt, dann... wisst ihr, was ein Bär ist? Ja? Ein Eisbär ist ein Vierundsbär aus dem hohen Norden. Etwas ähnliches wie ein normaler Bär, bloß mit einem weißen Fell. Und sie werden etwas größer und sind etwas, launisch, möchte ich sagen. Ihr wart im hohen Norden? Nein, ich war im Mittelreich und es kam eine Frau, die kam aus dem hohen Norden und auch der Eisbär war so niedlich, da musste ich den mitnehmen. Aber wenn ihr wollt, stelle ich euch gleich mal vor, aber wenn sie euch dann beißt, dann, Peter hier entlauft. Naja, so eher der Kopf. Nein, dann lieber doch nicht, danke. Oh. Vielleicht mal aus Ferne. Thulamin streichelt mal den schwarzen Kater. Na, Felix Helios? Was hältst du von ihr? Saphira würde sich dann auch mal runterbeugen und den Katzen ganz vorsichtig zum Schnuppern ihre Hand hinhalten und darauf gefasst sein, dass die ein oder andere vielleicht in ihre Finger knabbern könnte. Ja, es ist ein liebevolles Knabbern, kein richtiges Beißen, aber sie wollen schmecken, riechen, fühlen und lassen sich halt nicht auf den Arm nehmen, aber knabbeln ist auf alle Fälle drin. Ich schnuppere mal unauffällig, ob sie irgendwie nach Fisch riecht oder so. Nicht, dass sie wüsste. Vielleicht kann Voltax uns die Sache aufklären, wenn er endlich hier auftaucht. Ich werde aus dem Ganzen bezahlt, aus dem Ganzen nicht schlau. Na, zumindest scheint er mehr herausgefunden zu haben als wir. Ja, so könnt ihr euch weiter mit ihr unterhalten, versuchen sie kennenzulernen. Die Stille ist ab und zu ohrenbetäubend, weil man einfach nicht genau weiß, wie man sich jetzt mit dieser Dame unterhält. Und sie kann nicht so viel sagen, will nicht so viel sagen, möchte auf die Rückkehr von Boltax warten und vor allem wird es dann dunkler und dunkler und Jalan denkt dann auch vor allem an die eigentliche Operation, die er noch vorhatte, die Stelle mit dem Silbertaler, als es dann einmal poltert und ein Dukatengardist die Meldung macht, macht kurz die Tür auf, beziehungsweise tritt durch den Schleier in die Kapelle. Boltax ist oben angekommen. Steckt ihn direkt runter. Der macht es auch, wenn er da ist. Ja, ist er. Der ist ja schon wieder. Ja, ich musste noch einen kleinen Kräftigungsimbiss holen nach der ganzen anstrengenden Recherchearbeit. Ihr habt Saphira schon kennengelernt. Das ist ja wunderbar. Aber mir wollt ihr ein Köfke? Nein, danke. Oh, Jordanas, die schmecken echt gut. Sicher doch, warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, es hat auch lange gedauert. Ich habe bestimmt ein halbes Stundenglas anstehen müssen. Mir wurde gesagt, die besten Köfke der Stadt. Und da konnte ich einfach nicht. Naja, deshalb bin ich ein bisschen spät. Tut mir leid. Voltax, wir haben den ganzen Weg lang über die Köfte geredet. Können wir uns bitte über Saphira unterhalten? Und der Hexe, der hier im Raum steht. Ach so, genau. Also, ihr habt Saphira ja schon kennengelernt. Ich habe sie als Katzenbeauftragte eingestellt. Das ist natürlich nur ein
Deckmantel. Hey, erster Bord, Margus. Soll ich die Bücher, die ihr mit hattet, in eure Kajüte bringen? Ja, verbringt sie bitte in meine Kajüte. Jawohl. Ihr habt Bücher mitgebracht? Ja. Ein gutes Zeichen. Ja, das war ziemlich leicht, daran zu kommen, als wir erst einmal durch dieses doofe Tor waren. Die Gewalt ist ja total ab von Gut und Böse. Naja, die Drogen? Ja. Ach so, Drogen haben wir auch organisiert. Hier, ein ganzer Beutel. Dafür haben wir nicht mal was bezahlen müssen. Ja. Aber ich habe 3 Leute getötet. Man wollte uns überfallen. Oh, ihr habt bitte was nun? 3 Leute getötet. Ich nehme an, diese 3 Leute beinhalten auch alle Zeugen, ja? Nein, einer lebt noch. Er ist jetzt ein guter Freund von uns. Ihr könnt sehen, wie ein Schiffsjunge plötzlich im Raum steht, hochrot wird. Ich habe nichts gehört. Gut. Ich wollte beten. Er guckt ein bisschen unschlüssig, ob er jetzt beten kann, auch wenn der Raum voll ist. Ja, wir gehen vielleicht besser in die Kapitänskajüte. Mhm. Ja, das wäre vielleicht besser. Ja, lasst uns nach oben gehen. Ich dachte nur, wegen dieser Katzensache. Junge. Herr Diamantis, ich habe wirklich nichts gehört. Ja, Junge, hier, nimm erstmal ein. Es schmeckt gut. Diamantis bringt dich schon nicht um. Ist da Gift drin? Nein. Kapitän, ich habe wirklich nichts gehört. Geh das Deck schrubben. Tötet mich nicht. Schon gut. Okay, ausnahmsweise töten wir dich nicht und jetzt ab. Also ich jetzt oder ihr? Jetzt gehen wir ab und du kannst beten. Danke. Und danach schrubbst du das Deck. Ja, tötet mich nicht. Ihr habt alle einen Genickschlag verdient. Ich habe nichts getan. Offensichtlich hast du die Amantis 3 Leute umbringen lassen. Ja, weil ich weg war. Ich musste doch die Drogen holen. Ich konnte ja nichts dafür. Und dann habt ihr einen am Leben gelassen. Vielleicht solltet ihr von vorne beginnen. Was also, genau war schon passiert? Weg, als ich wiedergekommen bin. Also, ich fange einmal von vorne an. Wir gingen so auf der Prachtstraße entlang und da hat sich Diamantis einmal umgesehen, nach rechts und nach links. Und plötzlich hat er mich angestoßen und gesagt, hey, Boltax, da vorne, ich glaube, da können wir Drogen kaufen. Und dann habe ich gesagt, oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Wir wollten ja Drogen kaufen. Also ist Diamantis zu dem einen Mann hingegangen, hat kurz mit ihm geredet und dann sind wir in eine Seitengasse abgebogen. Als wir aber in der Seitengasse angekommen sind, sind auf einmal 3 Spießgesellen hinter den, ich weiß nicht, das waren durch morschen Kisten hervorgesprungen und wollten Geld oder Leben. Also hat Diamantis dem ersten das Leben genommen. Ich habe 2 davon geblitzt. Und der dritte, der hat sich ergeben. Mit dem bin ich dann die Drogen holen gegangen, die er uns ja versprochen hatte. Und als ich wiederkam, hatte Diamantis die anderen beiden auch noch umgebracht. War das notwendig? Weiß es nicht. Ja. Anscheinend. Auf jeden Fall haben wir die Drogen. Und als wir wieder aus der Gasse herausgekommen sind, da haben wir Saphira gesehen. Und sie hat uns gewinkt, also sind wir zu ihr. Und dann meinte sie, sie möchte, dass wir jemanden kennenlernen. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, wenn das jetzt wieder eine Falle ist, wenn das Abu ist, der möchte uns nicht kennenlernen. Ihr müsst dazu wissen, Abu war derjenige, der uns in diese Falle gelockt hat. Aber sie hat gesagt, nein, es ist nicht Abu. Und dann sind wir ein bisschen mit ihr durch das Sub gegangen und irgendwann zu ihrer Großmutter gekommen. Und weil die Großmutter so komisch aussah und eine Katze hatte und ich das von Alariel ja noch kannte, habe ich mir gleich gedacht, aha, Boltax, habe ich mir gedacht, da wirkst du doch mal einen Odem. Und in dem Odem habe ich gesehen, dass die Katze magisch ist und Saphira. Aber die Frau war nicht magisch, aber sie war trotzdem eine Hexe. Das hat sie mir später durch die Blume mitgeteilt. Naja, und sie hat uns dann erklärt, warum sie uns hier empfangen hat und warum sie uns zu uns gebeten hat. Uns zu sich gebeten hat. So. Wisst ihr alle, wer Chalven ist? Nein. Also von Abelmir hätte ich das gedacht. Das ist doch Allgemeinwissen. Ist es kein Allgemeinwissen? Ganz offensichtlich nicht. Im Horasreich zumindest. Naja, gut. Dann eine kurze Zusammenfassung von mir. Chalven ist eine Tochter Sumuns, die ähnlich wie Sokramora, aber anders als Angorsch, den Schlaf ihrer Mutter behüten wollte. Naja,
von Sumos Töchtern war sie die klügste, sie war sehr umsichtig und führte die ersten Kriege gegen die Heerscharen des geschuckten Übels, der Drax. Ah, pfui, böse Drax aus der goldenen Drachenstadt. Sie hat immer versucht, den Schlaf ihrer Mutter zu verteidigen. Aber das wollte einer nicht auf sich sitzen lassen. Der finsterste aller Würmer, Pyr, der Goldene selbst, hat sich in seinem Zorn gegen Chalvin gewandt, als sie ihm Gefahr verhieß. Naja, er schleuderte alles gegen sie, was er hatte. Heerscharen an Drachen. Und seitdem ward nichts mehr von Chalvin gehört. Ob sie den Angriff vorausgesehen hatte und sich verbarg oder erlegen ist, nicht bekannt. Naja, bis heute. Oh, Abenteuer. Offiziersbesprechung auch mit mir, oder was soll das hier sein? Es geht hier um Magisches. Deshalb nur im kleinen Kreis. Also wollt ihr mich nicht dabei haben, ist okay. Wir wollen nur wissen, ob ich irgendwas verpasst habe, weil mir wurde keine Meldung gemacht. Nein, alles gut. Kapitän, ist das so richtig? Ja, es ist richtig. Es ist eine kleine Besprechung unter Freunden. Alles klar. Abenteuer. Abenteuer. Naja, das war jetzt eine kurze Exkursion zur Geschichte Chalvins. Ihr könnt natürlich gerne Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt. Ich neige dazu, immer etwas ausführlicher zu reden. Ich könnte euch viel über Angorsch erzählen, wenn ihr diesbezüglich noch irgendwelche interessanten Informationen wissen wollen würdet. Oder über Sumo. Aber mir war das eine Frage. Wie viel ist davon Angorsch-Kolorit? Und wie viel ist Wahrheit? Herein. Verzeihung, darf ich ein Tagebuch lesen? Meister Jalan sagte, dass ich eins... Raus! Ich bringe euch gleich welche. Ihr sollt die Tür verschließen. Vielleicht sollten wir einen Dukatengardist da vorstellen, der jeden abweist. Genau. Ja, die stehen da vorne. Die sind nur zu dämlich, um zu merken, wenn hier meine private Besprechung stattfindet. Ich scheiß die nachher zusammen. Du hättest ihnen vielleicht nicht sagen sollen, lasst nur wichtige Leute durch. Ich glaube... Nicht so richtig. Durch. Ja, auf jeden Fall. Das ist die Geschichte, so wie sie war. Ich weiß nicht, was Kolorit ist, aber nichts davon hat irgendwas mit Kolorit zu tun. Auf jeden Fall hat uns die alte Frau zu sich gerufen, um zu sagen, dass wir Chalvin helfen müssen und dass wir Chalvins Thron finden sollen und dass wir nach Norden fahren müssen. Das sei sehr, sehr wichtig. Und ganz im Ernst, wenn sich jemand gegen den Goldenen gestellt hat und gegen die Drax, Heerscharen des geschuckten Übels, dann ist das wichtig. Und wo nach Norden, Boltax? Weil von hier ist eine ganze Menge nördlich. Ja, dazu komme ich ja noch. Ah, okay. Also, wir haben ja auch Bücher gesucht, ja? Und da habe ich mir dann direkt gedacht, schauen wir uns doch mal an. Also, erstmal sind wir in diesen Tempel gegangen. Das war noch etwas schwierig, weil am Tor wollte man uns erst nicht durchlassen, bis ich auf Nachdruck versichert habe, dass Diamantis ein ganz wichtiger Mann ist und ich sein Leibdiener. Dann sind wir auch durchgelassen worden. Naja, und dann bin ich endlich in die Bibliothek gekommen und konnte die Recherche beginnen. Ich fange vielleicht mal ein bisschen an, das abzuarbeiten, was ich mir rausgeschrieben habe. Zuerst habe ich nach dem Magiergrafen von Eldas gesucht und dem EDU. Also EDU war wohl eine Abkürzung, aber was das bedeutet, hat da nicht gestanden. Kannte keiner. Der Magiergraf war wohl der Gründer der Magierakademie. Deshalb ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn sich einer von euch diese Akademie nochmal anguckt. Welche Akademie? Die hier. Es gibt in Elbrum keine Akademie. Wo sind denn die Eleven gestorben? Nun, sie wurde erst vor kurzem gegründet. Ich denke, er meint die ehemals hier ansässige Zauberschule, die keine Akademie war, aber Magier ausgebildet hat. Ja. Ihr meint vor dem Exodus? Ja. Gut, dann sag das doch. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, er war hochadlig und dann lange Zeit auf irgendeiner Insel in der Nähe von Al-Anfa. Und dann kam er wieder und hat die Akademie gegründet. Naja, Donation ist sein Vorname, Tyrillion sein Nachname. Tetraeder stand allerdings nichts. Über Yerkesh konnte ich nur herausfinden, dass es ein kleines Dorf am Baron Ulla ist. Naja, hier habe ich noch aufgeschrieben, Karothek in Zorgan oder in Barbrück. Aber hier habe ich was Interessantes zu Malkis gefunden.
eine sehr politisch aufgeladene Situation, weil offensichtlich drei Machtgruppen sich um Malkis streiten. Wäre einmal hier Ranien, dann einmal Kunchom und einmal Anchopal. Den Anspruch von Anchopal habe ich nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall politisch brisante Situation. Merkwürdig ist, dass Malkis selbst ein sehr, sehr armes Städtchen ist und, wie mir schien, keinen strategischen Vorteil bietet. Und wenn sich drei größere Machtinteressen darum balgen, dann muss da etwas sein. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein starker Hinweis, dass wir Malkis einmal unter die Lupe nehmen sollten. Aktuell ist ein Abulon der Große in Malkis Veyron. Ja. Und wenn Maraskan- sich jemand schon der Große nennt. Ja. Maraskaner sind dort unbeliebt und werden steckbrieflich gejagt und getötet. Ja, wir sollten also nicht mit Maraskanern an Land gehen. Das ist wahrhaftig nicht gut. Jetzt dazu das, was ich mit Chalven herausfinden konnte. Chalven scheint wohl eine Riesin zu sein, die der Gabe der Prophezeiung sehr nahe steht. Ich habe dann auch nach Chalvens Thron gesucht und es scheint wohl ein Ort zu sein, der irgendwo auf der Nordwest-Südost-Linie, die auch Chalvens Griff genannt wird, liegt. Das könnte sich eventuell Aviander einmal anschauen. Die wird, was die Navigation angeht, sicherlich mehr dazu sagen können. Durch den Untergang von ihrem Thron hieß es weiter und könnte man eventuell auf den Konflikt mit dem goldenen Drax zurückführen, ist die Landmasse zwischen Maraskan und Oran im Meer untergegangen. Und seitdem ist Maraskan eine Insel.